würde sich die Frage stellen, warum wir denn, wenn wir über Frauenwehrpflicht jetzt diskutieren, nicht auch gleich über Dienstpflicht diskutieren. In welcher Ausgestaltung auch immer. Ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich mir eine solche Diskussion wünsche. Aber klar ist auch, der Zeitpunkt passt nicht. Wir müssen die Abschreckungsfähigkeit auch im Personalkörper herstellen. Deswegen ist es wichtig, diesen Einstieg jetzt zu schaffen. Das schließt nichts aus für die Zukunft und lässt alles offen. Aber jetzt ermöglicht es mir, den personellen Aufwuchs, denn um den geht es hier, zu gewährleisten. Es geht um die Frage, was ist uns eigentlich wert, in diesem Staat in Sicherheit und Freiheit zu leben? Wer soll diesen Staat beschützen, dieses Land und damit die Menschen, die hier leben? Denn der Staat kann es nicht tun. Der Staat ist ein Gebilde und wird, wie soll ich sagen, mit Leben erfüllt von Menschen. Jeder muss sich die Frage stellen, was sind wir bereit zu tun, wenn wir angegriffen werden, falls wir angegriffen werden. Und über diese Frage müssen wir in der Gesellschaft diskutieren. Übrigens nicht nur, was Verteidigungsfähigkeit angeht, sondern auch, was die Frage angeht, wie stellen wir den Zivilschutz aus? Wie sichern wir unser ziviles Leben im Falle eines Krieges? Schauen Sie in die Ukraine, welche Bedeutung das hat für die Courage, mit der gekämpft wird, die Moral, die auch in der Zivilbevölkerung erforderlich ist. Das sind gerade bittere Lehren, die wir alle wieder lernen müssen und auf die wir uns vorbereiten müssen. Idealerweise eben jetzt, damit es gar nicht erst zu einer vergleichbaren Situation kommt. Diese Diskussion muss man ehrlich führen. Und wenn wir es richtig machen, wenn wir es gut machen, dann werden alle die kommenden Generationen von jungen Männern und Frauen, genauso wie ich oder der Kollege da hinten, nach Beendigung ihrer Wehrdienstzeit und ein paar Reserveübungen wieder nach Hause. Zu diesen Reformplänen des Verteidigungsministers hat mein Kollege Erhard Schärfer mit Markus Faber gesprochen. Ja, das war Boris gerade. Markus Faber ist der neue Vorsitzende des Verteidigungsministers. Ich mache aber mal Livestream heute den ganzen Tag. Also der Nachfolger, der bisherige Vorsitzende. Marie die haben die teuersten Livestream-Studios oder Zimmer überhaupt. Straßburger EU-Parlament einziehen wird und daher aus dem Bundestag ausscheidet. Perfekt. Danke. Frischer Amt und schon mit einem großen und neuen Thema beschäftigt gleich in der ersten Sitzung des Verteidigungsausschusses. Herr Faber, wie einig sind Sie mit dem, was der Verteidigungsminister heute vorgestellt hat, an, wie er es nennt, Auswahlwehrdienst? Das Thema Wehrdienst beschäftigt mich seit vielen Monaten und ich bin auch seit 7 Jahren im Verteidigungsausschuss. Von daher ganz so neu ist es nicht. Was der Minister da vorgestellt hat, ist aus meiner Sicht grundsätzlich erstmal in Ordnung. Etwas, worüber man diskutieren kann. Gerade die Information über die Bundeswehr an hunderttausende Menschen zu bringen, ist ein echter Mehrwert. Und da finden sich sicherlich noch viele Freiwillige, die da Interesse haben, dort mitzuarbeiten. Gucken wir mal genauer drauf. Ihr verteidigungspolitischer Sprecher Alexander Müller hat im Vorfeld gesagt, das sei ein interessantes Konzept, was aber nicht durchgängig auf Akzeptanz stößt. Was stört Sie als FDP-Fraktion an dem Konzept? Ich glaube, erstmal die ersten Schritte, da gibt es durchgängige Akzeptanz. Wenn man sagt, okay, wir schreiben 400.000 Menschen im Jahr an, wir wollen sie über die Bundeswehr informieren, wir sagen, sie möchten sich dann auch bitte zurückmelden oder verpflichten sogar den männlichen Teil dazu. Muss man auch mal diskutieren, ob das für Männer und Frauen gelten soll. Und dann darauf aufbauen, arbeiten wir mit denen, die motiviert sind. So weit, so gut, bis dahin Konsens und alles, was danach folgt, das ist, glaube ich, dann das, was nicht ganz so konsensuell ist. Und was konkret meinen Sie da? Ja, die Frage ist eben, findet man genug freiwillige Menschen unter diesen 400.000? Findet man da 10.000 Menschen, also einen sehr geringen Prozentsatz? Ich denke ja. Wenn nicht, dann ist der Minister der Meinung, dann muss er auch verpflichten können. Das ist dann der zweite Schritt. Wir gehen jetzt erstmal den ersten und da sind sich auch alle einig. Was macht Sie denn so zuversichtlich, wie sich auch der Bundesverteidigungsminister geäußert hat, dass er die Zahl, die er erreichen möchte, mit diesem Modell tatsächlich auch erreicht? Es gibt ja Zahlen zur Zustimmung der zur Bundeswehr in der Bevölkerung unter den älteren Semestern, aber auch unter den jungen Leuten. Und selbst auch unter den jungen Leuten sind dann doch eine große Minderheit, die große Interesse haben, an der Bundeswehr sich zu beteiligen. 40% der jüngeren Leute können sich das vorstellen und so viel brauchen wir bei weitem nicht. Von daher kann man da optimistisch sein. Ich habe bei der Vorbereitung eine andere Zahl gefunden, nämlich dass bei den 18- bis 29-Jährigen 47% sich gegen eine Wehrpflicht aussprechen. Und ist das hier keine, sondern ein anderes Verfahren. Aber ich finde, überbordende Begeisterung sieht anders aus. Ja, das sind unsere Zahlen nicht beieinander. Ich sage, gut 40% sind dafür, Sie sagen 47% sind dagegen. Ich glaube, das passt. Und wenn man dann aber eben noch nicht mal 10% braucht, dann sind 40% Interesse doch ziemlich gut. Es soll Prämien geben für längerfristige Verpflichtungen. Es soll Anreize geben für Interessenten, dass sie die Gelegenheit haben, ihren Führerschein zu machen, bei der Bundeswehr Sprachen zu erlernen. Sind das die Faktoren, die entscheidend sein werden?
für einen Teil der Bevölkerung.